75 Jahre CSU stehen an. Da wir eine gute Kinderstube haben, gratulieren wir natürlich zum Geburtstag, auch wenn die CSU der Linken noch nie zu irgendeinem Jubiläum gratuliert hat. Aber so sind sie eben. Und bei 75 Jahren heißt natürlich auch ein Stück weit mal geschichtlich zurückzublicken. Und das ist natürlich nicht alles besonders toll gewesen, was die CSU so veranstaltet hat. Nehmen wir mal ein Beispiel. Das damalige Drecks-Apartheidsregime in Südafrika wurde mehr oder weniger offen von der CSU unterstützt. Es gab um Franz Josef Strauß herum, dem heiligen Vater der CSU, einen Kreis von Abgeordneten, die versucht haben, gute Beziehungen, Kontakte zum südafrikanischen Apartheidsregime zu haben und jede Konzession und jede Verständigung mit Mandelas ANC bekämpft haben. Kann man sich heute kaum vorstellen. Gehört aber zur Geschichte dazu. Anderes wirklich ganz dunkles Kapitel ist die Kooperation und Unterstützung der CSU und relevanter Teile der CSU von Pinochets Diktatur in Chile. Nach dem Putsch 1973 gegen den demokratisch gewählten sozialistischen Präsidenten Allende. Auch dort gab es eine indirekte und direkte Unterstützung für Pinochet. Strauß und einige andere CSUler waren sogar selber direkt in Chile bei Pinochet. Sie haben die sogenannte Colonia Dignidad, diese schreckliche Sektensiedlung, besucht und unterstützt. Und das war genau der Ort, wo die Diener, der übelste Geheimdienst der chilenischen Faschisten, Leute gefoltert und verschwinden lassen habe. Und sie haben jahrzehntelang ihre schützende Hand darüber gehalten. Nicht zu vergessen, um in die neuere Zeit zu kommen, ist, dass nach 2015 folgende natürlich die CSU versucht hat, die AfD in ihrer Sprache zu kopieren. Ich erinnere mal daran, dass Horst Seehofer von der Herrschaft des Unrechtes gesprochen hat. Das macht einen ja wirklich noch fassungslos und das ist nicht lange her. Von den ganzen anderen Dingen, zum Beispiel diesem Totalausfall Andreas Scheuer, der hier Steuergelder verpulvert ohne Ende und immer noch im Amt ist, will ich gar nicht sprechen. Lange Rede, kurzer Sinn, gehört sich so unter Demokraten. Da gratuliert man, aber ich glaube, was jetzt an der Tagesordnung wäre, dass die CSU vielleicht mal, wir als Linke haben so etwas, weil wir auch viele geschichtliche Päckchen mit uns zu tragen haben, eine historische Kommission und mal die eigene Geschichte kritisch aufzuarbeiten. Ich fände, das wäre doch ein ganz gutes Geschenk zum 75. und das würde auf jeden Fall der Demokratie und auch der CSU guttun. In diesem Sinne Glückwunsch, aber ihr habt echt einiges zu klären.